Gut, das verstehe ich jetzt nur wieder nicht. Na gut, wir brauchen noch einen Krankenpfleger, ne? Ja, ich weiß, ich setze ihn genau in dem Moment ab, wo gespeichert wird. Aber wir brauchen halt noch behandelnde Krankenpflege. Führt kein Weg dran vorbei. So, du kriegst erstmal grün. Nehmen wir das hier mal alles raus. Wäre schon nicht schlimm. Mein neuestes Hobby scheint wirklich vielversprechend zu sein. Es nennt sich Meditation der Erleuchtung. Es funktioniert so. Man behängt sich selbst mit einem Haufen Glühbirnen und atmet 6 Stunden lang tief ein und aus. Wenn ich es mir genauer überlege, ist das schon echt viel Atmerei. Geschafft! Glückwunsch! Ihr Krankenhaus wurde vom Gesundheitsministerium von Two Point mit 1 Stern bewertet. Ich dachte immer, Svelbard wäre ein rein fiktiver Ort, ein Mittel zum Zweck für fantastische Geschichten, um garstigen Gören Angst einzujagen. Ich war entsprechend überrascht, von ihrem neuesten Projekt zu hören. Wohin soll denn als nächstes gehen? Eine Gemeinde in den Wolken, eine einsame Insel, der unterirdischen Heimat der Maulwurfsmenschen? All das würde mich nicht mehr überraschen, nachdem mir nun das Ausmaß ihrer Narretei klar geworden ist. Bleiben Sie im Land der Fantasie, um weitere Belohnung zu verdienen, oder kehren Sie in die Zivilisation zurück, um Ihre Arbeit dort fortzusetzen. Wir haben einen roten Sitzsack, wir haben ein neues Poster bekommen und ein neues Krankenhaus. Sehr schön. Wir bleiben natürlich hier, weil 3 Sterne. So. Ich sollte allerdings gucken, dass ich vielleicht doch noch schnell jemanden eingestellt kriege. Einen Arzt, der... Hier, komm. So. Will mehr Geld? Ne. 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 Mal gucken, wen wir dann noch bekommen. Dass wir genug Pflegekräfte auch haben, ne? Vielleicht ist ja der nächste, dass wir den auch eben hier in die Ausbildung heilen schicken können. Damit wir sozusagen immer jede Station auch besetzt haben. Nur wenn sich's gerade anbietet. Ne. Gut. Du bist heilender Arzt. Dementsprechend kriegst du natürlich auch nochmal eben deine grüne Naht. Und deine Jobs da nicht und alles andere kannst du machen. Wir müssen es ja eh jetzt nach und nach einpreisen. Ja, hier sieht gut aus. Würde hier gerne nochmal eben... Lass uns hier nochmal eben ein Zimmer hinbauen. Hier, Pausenzimmer, Toiletten müssten hier hinten noch hin. Ein Klo passt da nicht mehr hin, ne? Das wäre viel zu eng. Ne, nee, das lassen wir mal. So. Einen roten Zigzag haben wir bekommen. So, da bauen wir erstmal den Couch hin. Dann nehmen wir nochmal den Retro-Fernseher. So, hier hin. Da brauchen wir denn noch? Eine Lampe kann hier hin. Dann haben wir auch mal ein bisschen Licht. Nee, hier. Wenn, dann sind es ja die Mülleimer. Hier einen Mülleimer hin, dann machen wir hier den Desinfektionsspender hin. Dann können wir hier die Möhrenanlage hinmachen. Verdammtes Husten. Einmal hier, den brauchen wir nicht. Das müssen wir mal gucken. So.
Dann gucken wir doch mal nach dem Sitzsack. Haben wir den schon? Wahrscheinlich nicht, ne? So, schalten wir die mal frei. Da ist schon wieder was freigeschaltet, ne? Was am Ende nichts bringt. Nee, lass mal. Vielleicht ein neuer Teppich. Wir haben ja ein paar Kudos über. So, machen wir mal einen neuen Teppich dahin. Was ist das hier? Krankenhausambiente. Krankenhausambiente. Also sind wirklich ein paar Sachen dazugekommen, ne? Kannst du mir sagen, was du willst? Da ist der rote Sitzsack, siehst du? Ich wusste es doch. Schade, dass das wieder so groß ist. Das ist viel zu groß. Komm, dann machen wir das so. Den. Den. Oh, den Lukas. Kann der hier nicht irgendwo hin? So. Die sollen ja auch ihren Spaß haben, weißt du? Wobei Platz für Blumen habe ich wieder nicht gelassen, ne? Hier ist zu wenig Platz, befürchte ich mal. Aber hier würde noch eine hinpassen, alles klar. So. Sieht doch gar nicht mal so gut aus, oder? Ziemlich vollgestellt alles. So wie man das von mir kennt. Traumfänger wäre nicht schlecht, weil auf diese Couch fallen die ja. Schönen Traumfänger in der Ecke. Zack. So, dann haben wir Stufe 5. Und dann können wir wegen mir noch hier ein Bild hinhängen. Hier kann wegen mir auch noch ein Hundebild drüber. Hier kommt noch sowas hin. Und dann haben wir den Raum auch fertig. Alles klar. Super. Du gehst jetzt in Pause, hoffe ich. Ja, ihr habt irgendwie finanzielle Probleme, dann wollen wir die mal eben für alle lösen. Oh, dann ist er glücklicher. So, du gehst jetzt in Pause, hoffe ich. Genau. Dann können wir nämlich den Psychiatrie-Notfall starten. Und dann suchen wir uns gleich unsere beiden Psychiater zusammen. Ja, wenn die ersten hier eintreffen. Ein Hausmeister wird zur Reparatur des Spritzmeisters gerufen. Oh. Das Klo können wir vielleicht noch ein bisschen vergrößern, ne? Das bis hier ranmachen, weiß ich nicht. So. Du bist Psychologe, dann komm mal her. Du bist ja ausgeruht genug, ne? Ja, alles klar. Und dann suche ich noch einen Psychologen. Wo ist er? Kommst mir nicht. Ich kann dich auch noch anders suchen. Oh, so richtig anders. Du bist gerade noch ein Klöchen. Ein Arzt wird in der Arztpraxis benötigt.
Naja, komm, was soll's. Kriegen wir schon hin. Wip, wip, wip. Machen wir es so. Gut, der hat seine nächste Forschung abgeschlossen. Dann machen wir Folgendes. Wo bist du denn? Ja, du machst jetzt nichts Pause. Weißt du, was du machst? Du bist jetzt eine Beförderung. Und dann wirst du eine Weiterbildung bekommen in Forschung. Wo bist du denn? Da, Forschung 2. Was sind das plötzlich für krumme Preise hier? Warum sind die so teuer? Oder nee, die sind billig, ne? Nee, teuer. Irgendwas stimmt hier doch nicht. Die haben doch was verändert. So. Bilde 2 Mitarbeiter in Forschung aus. Mhm. Ich will aber keine 2 Forscher haben. Schließ das Roach-Burger-Skandal-Forschungsprojekt ab. So, im County hat sich herumgesprochen, dass unser Forschungszentrum wieder aktiv ist. Nachdem wir belohnt worden sind, haben wir nun den größten Forschungsauftrag seit gut 50 Jahren erhalten. Der Eigentümer von Roach wurde gerichtlich dazu aufgefordert, das gesamte Menü genauestens analysieren zu lassen. In der Presse des gesamten Countys wird seit Tagen über nichts anderes berichtet. Dank dieses Falls könnte unser Institut ganz neue Höhen erreichen. Ausgaben 40.000. Müssen wir die bezahlen? Ich will da keine 40.000 für ausgeben. Ich meine, ich kann mein Geld besser gebrauchen. Aber dann könnte man natürlich mal eben noch einen zweiten Arzt einstellen. Will mehr Geld? Nee. Ja. Nee. Ja. Ja. So. Du bekommst nur Forschung. Die müssen wir auch gleich ausbilden. Und dann kriegst du mal die Forschungsgarderobe des Spionanzuges. Gucken wir mal, wie läuft's mit den... Ja, wir brauchen als nächstes ein DNS-Labor. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Gut, wir können es uns eigentlich ja auch erlauben. Was kaufen wir denn als nächstes? Instandhaltungsdurchsage. Auch vollautomatische Snackautomaten müssen manuell aufgefüllt werden. Komm, kaufen wir das mal. Wen können wir denn nochmal ausbilden? Ja, ihr macht ja alle nur Pause. Das ist ja nicht im Sinne des Erfinders. Bist du mal Stationsverwaltung? Hm. Ja, ich weiß, die Forschung, das haben wir nicht hingekriegt. Aber wenn wir jetzt einen zweiten Forscher einstellen, ne, dann kriegen wir das auf jeden Fall hin. Und das Schöne ist ja, wir haben ja die Möglichkeit, ne? Wir können ja hier, hier tatsächlich was machen. Was ist jetzt los? Wir nähern uns der jährlichen Preisverleihung. Ich sag ja, das Wichtigste zuerst. Das ist das Allerwichtigste. So. Was ist passiert? Tja, das ist natürlich etwas, was scheiße ist. Weil meine Ärzte einfach kacke sind. Man findet aber auch irgendwie kein Ende, ne? Ich müsste nämlich wirklich mal langsam aufs Klöchen. Was möchtest du denn aus? 200.000, ja, das sollten wir ja schaffen.
klar, jetzt gibt es wieder so ein Erdbeben. So, was haben wir denn? Belohnung 250 Forschungspunkte. Alles klar. So, bist du fertig? Dann kannst du nämlich jetzt die nächste Ausbildung machen. So, Forschung. Da haben wir ja einen für. Und da haben wir auch einen Ausbilder für. Sieht ein bisschen seltsam aus, das Bild hier. So. Ja, gehst gleich wieder rein. Du kennst ja den Hörsaal. Hast da deinen Geruch hinterlassen. So, Sadriver. Ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Und morgen ist geplant Planet Zoo. Wieder so 20 Uhr. Ich denke, das müsste morgen ganz gut klappen. Ich mache gleich den Plan noch fertig für die Woche. Dann bist du informiert, was den Plan angeht. Ja, und im Zweifel halt, wie gesagt, immer Twitter. Instagram läuft noch nicht ganz so gut, wie ich mir das vorstelle, dass ich auch da jedes Mal mal eben was hochlade und sage, hey, heute machen wir. Ich muss mir da noch was überlegen, weil das, was ich bis jetzt gemacht habe, hier so Videosequenzen schneiden oder so, das ist sehr, sehr aufwendig und dafür, dass dann nur 3, 4, 5 Leute gucken, ist das unter Umständen zu aufwendig. Ja, da muss ich mal gucken. Vielleicht fällt mir noch was ein, so als kurze Information, ne? Kriegen wir aber hin. Also, ich wünsche dir eine gute Nacht und ja, gerne bis morgen. So, hier ist jemand am Motzen. Wo sind die ganzen Leute eigentlich? Arbeitet hier keiner mehr oder wie oder wer oder was? So, wer ist, wer war? Noddy Stussler. Gut, ich kann dich ja befördern. Das war's schon. Naja, gut, wenn das alles ist. Ja, wir können das Klo noch vergrößern. Ich verstehe einfach nicht, warum sich hier keiner hinsetzt. So. Ein Krankenhaus in den Spitzenbergen wurde soeben von einer Lawine getroffen. Hoffen wir nur, dass sie da oben genügend Vorräte haben und weiterhin Radiosignale empfangen können, denn dieser nächste Song ist für sie. Wir machen erst das eine Ding fertig. So. Ein Krankenpfleger wird in der allgemeinen Diagnose verlangt. Du bist gleich fertig und dann lassen wir es mal laufen und dann machen wir jetzt auch mal Feierabend, oder? So machen wir das. Gut. Dann gehen wir, wechseln wir mal eben dahin. Online ist auch keiner mehr. Wir haben wieder übertrieben. Ich merke das. Gut. Ja, dann machen wir es ganz kurz. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch jetzt noch eine gute Nacht und für alle auf YouTube einen schönen Morgen, Mittag oder Abend.